Patschehändchen, überall Patschehändchen auf der Glasplatte. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn so ein, zwei so Fettfinger hier auf dieser Blasplatte sind, dann ist das störend. Aber wenn es wie ein großes Muster überall ist, dann fällt es nicht mehr so auf. Ja? Wir gehen einfach jetzt den anderen Weg. Herzlich willkommen zurück zu Late Night Berlin. Ich Dankeschön. Das ist ja zauberhaft. Dankeschön. Jetzt habe ich die großartige Ehre, zwei, ja, muss man schon sagen, sind hier auf dem Sender, ab morgen zumindest wieder, zwei sehr sympathische Kollegen zu begrüßen. Jerks, so heißt ihre Serie und es ist die zweite Staffel mittlerweile schon. Ich habe es schon gesehen und ich finde es unfassbar lustig. Keine Ahnung, wie zwei so dröge Typen das hinkriegen. Meine Damen und Herren, Fari Yardim und Christian Ulm, herzlich willkommen! Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Aber pupselig hier. Ja, schön, dass wir bei dir sein dürfen, Klaas. Ja, finde ich gut, ja. Oh, es ist pupselig in diesen. Was ist das? Pupselig? Ja, so pupselig, ein bisschen puschelig. Ja, ja, man weiß nicht, wie man sitzen soll. Das wusste ich nicht. Das ist wir sitzen doch ganz Sollen gut. Sollen wir tauschen, die Plätze? Nee, ich würde gerne. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe gerade schon von Jerks erzählt. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt noch Leute gibt, die nicht wissen, was Jerks ist. Aber vielleicht könnt ihr selber mal erklären, in euren Worten ganz kompakt, was ist denn Jerks und was soll das? Im Grunde ist Jerks ein Vlog. Also was? Wir haben einen Vlog. Ein Videologbuch. Also ja. So ein Vlog. Wir führen im Grunde Tagebuch. Ja. Ist unser Leben. Wir lassen die Kameras in unserem Leben mitlaufen. Und ja. statt im Internet zeigen wir das auf ProSieben. Ja. Und auf Maxdome. Und macht da Geld mit. Im Prinzip so wie Pietro und Sarah in Love. Im Grunde sind wir Fari and Christian in Love. Ja, also fucking in Love in dem Fall. Es ist also eine Doku-Soap ist es, wie die Geissens. Im Grunde ja. 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 Und unsere Prämisse war so ehrlich wie möglich zu sein und nicht nur in den schönen Momenten die Kamera drauf zu halten. Ja. Das machen ja viele in den Social Networks, dass sie immer das schöne Essen filmen. Ja. Und wir zeigen auch die Momente, wo man die Kamera normalerweise nicht laufen lässt. Normalerweise siehst du Leute nicht beim Kacken. Ja. Aber bei uns siehst du sie zu oft. Okay, aber eben nicht nur also das. Also unter anderem, natürlich. Also es ist jetzt kein Pipi-Kaka. Ist mir ganz wichtig. Nein. Es ist kein Pipi-Kaka. Es ist nicht Pipi-Kaka. Es ist ehrliches auf Klo gehen. Urin haben wir gar nicht. Kommt nicht also es ist nur Kaka. Es ist nur Kaka, ja. Naja, in mehreren Episoden. Aber man kann schon sagen, dass es aber mal das... Normalerweise wenn man Kaka macht, auch immer Pipi. Ja? Ich kenne niemanden, der Kaka macht und nicht Pipi muss. Woher weißt du denn das? Hast du das? Also das muss man ja schon. Naja, weiß ich auch nicht. Ist das wirklich? Hast du das? Sprichst du von dir oder hast du da? Weiß ich nicht, so ein Gefühl. Hast du mal wirklich hochkonzentriert auf der Toilette gesessen und probiert nur ein? Also. Ja, ich glaube ja. Ich habe schon mal probiert. Wirklich? Ich habe schon mal probiert, Kaka zu machen ohne Pipi. Ich glaube, aber ist es nicht die gleiche Muskelpartie? Also kann man das denn getrennt voneinander? Ja, ich glaube, das Training ist. Hör doch mal auf, so Pipi-Kaka. Das hat mit Jerks nichts zu tun. Also wenn man das nur darauf reduziert, das ist mir wichtig, wirklich. Das ist mir wirklich wichtig. Ihr habt nämlich ganz viel. Ihr habt, sagen wir mal, die Spektralfarben des Charmes noch um einige weitere Farben erweitert. Das kann man sagen. Das ist sehr schön gesagt. Es geht also nicht nur um so Sachen, die jeder kennt, Pipi Kaka, sondern ihr schafft es tatsächlich aus alltäglichen Situationen unanschaubare Szenen teilweise zu machen. Dabei sehr lustig, aber trotzdem. Es ist so eine ganz komische, wenn man Jerks guckt, eine ganz komische Sache von. Man kann es eigentlich nicht sehen, man will aber dort weiter gucken. Es hat mich selber. Es gibt jetzt einen Ausschnitt, den wir gleich sehen werden. Da geht es darum, da sitzt ihr bei einem Geburtstag, sage ich ja, mal. Wir sind, kannst du vielleicht ein bisschen die Geschichte davor so erzählen, damit man das besser versteht? Also wir sind auf Umwege, eigentlich aus Versehen, sind wir mit 17-jährigen Mädchen zusammengekommen. Und, ja. Und Fari hat sich so ein klein bisschen verguckt. Und also aus Versehen sind wir dann auf so eine Party geraten. Die haben uns eingeladen auf eine Party. Sie feiert ihren 17. Geburtstag. Und was wir nicht wussten, ist, die Eltern sind auch dabei. Ja. Ja. Und dann sitzt ihr sagen wir mal, etwas in die Jahre gekommene Typen an so einer Tafel. Also ich fand jetzt... Naja, gut. Das recht homogen. Also, man könnte jetzt denken, so eine Situation, die ist bestimmt unangenehm. Könnte man denken. Ja, genau. So ist das. Wirklich das Witzigste, was ich... seit langem erlebt habe. So ein Kontergan-Typ wollte sein Fahrrad anschließen. Egal, zieh ich dir nachher. Komm, jetzt erzähl's. Ich erzähl's dir nachher. Was denn? Hm?
Mal laut? Ach nee, jetzt wollen wir es auch hören. Jetzt wollen wir mitlachen. Ja. Nee, es war jetzt. Nein, es war eine Beobachtung. Wir haben jemanden gesehen, der hatte verkürzte Arme. Der wollte sein Fahrrad anschließen um so einen Pfeiler. Na, er kam nicht rum, weil die Arme. Also, beziehungsweise das Schloss war zu. Der hat es nicht geschafft, das Schloss vom Fahrrad einmal rumzumachen. Das war der Witz. Es war nicht lustig. Es war nicht, war null nicht lustig. Nein, das ist natürlich kein. Das ist tragisch. Das ist auch nichts, worüber man Witze. Also wir machen über sowas keine Witze. Nee. Nein, natürlich. Und Fari macht, wenn, dann immer mit denen zusammen Witze. Ja. Oh Gott. Und ja, so war das. Ja, so war das. Aber jetzt tatsächlich, man muss vielleicht mal kurz sagen, wie ihr das macht. Weil das ist schon besonders, wie ihr diese Serie dreht. Ne? Ja, es gibt tatsächlich kein Drehbuch, es gibt keine Dialoge. Sondern Fari hat sich das alles entnommen. Wir haben einen Plot, also wir haben ein Handlungsgerüst. Das ist aber immer nur eine halbe Seite lang. Ja. Und dann improvisieren wir die Szenen. Ist das nicht manchmal auch total verräterisch, dass man, also ohne dass man es will, weil man irgendwie gut sein will, so am Set, verrät man dann, sagen wir mal, Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt über sich und das, was so in einem Kopf rumschwirrt, so ausplaudern wollte? Ja. Ja. Ja, ja, also permanent. Leider muss man wirklich sagen, das kommt alles aus unserem Unterbewusstsein. Das ist alles aus uns selbst. Man muss wirklich sagen, also wir stehen nicht auf 17-Jährige. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das an dieser Stelle einmal sagt. Vielleicht ist es wichtig, das an dieser Stelle einmal zu sagen, ja. 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 Naja, es gibt ja auch... Ja, sagen. Ja, sagen. Kann man sagen. Ihr habt natürlich Gaststars mit dabei, Leute, die auch sich selber spielen und so. Und ich habe gehört, es gab, sagen wir mal, nicht nur einen, sondern durchaus auch mehrere Anrufe von einem mir sehr nahestehenden Menschen, Joko Winterscheidt. Joko, oh Gott. Ja, Joko. Der gesagt wirklich, hat, Joko, ja. Er will da auch mitspielen, weil er die Serie so sehr gut findet. Und erzähl mal, wie war das im also Vorfeld wirklich, vielleicht erstmal? Ja, das ist also kein Witz. Ich habe mehrere Anrufe bekommen aus dem Freundeskreis von Joko und auch aus der ProSieben-Redaktion, die auch die Bücher kannten, immer wieder, wäre das nicht eine Rolle für Joko? Auch wo es gar keinen Sinn machte. Kann Joko nicht den Urologen spielen? Nee, soll ja schon auch authentisch anmuten alles. Und wir hatten für Joko eigentlich nie Platz, aber er hat so sehr insistiert, dass wir Platz frei gemacht haben in einer Folge für Joko Winterscheidt. Ja, also er hat mich auch nach dem Dreh angerufen, war super glücklich. Ja. Und wir haben eigentlich nicht so viel Zeit, aber ich glaube, dafür müssen wir uns Zeit nehmen, dass wir uns mal den kompletten Auftritt von Joko Winterscheidt bei Jerks noch mal in ganzer Länge anschauen. Bitte sehr. Manchmal denke ich bei dir echt, die besteigt dich, wie so ein kleiner Hund. Hey, Mann, wirklich, diese kleine Transe, Alter. Wisst ihr, dass ich das auch ein bisschen nicht so gut finde, wenn ihr meinen Kumpel verarscht da? Du verarschst ihn nicht. Da kam so viel rüber. Also da war so viel Wärme und Energie. Einen ich weiß, was das für ein Typ ist, was man dem da alles so erzählen kann an so einem Tag. Ne? Aber ich finde das dann gemein, dass ihr das so durchzieht. Ich finde das einfach gemein, muss ich einfach sagen. Wir sind gemeine Menschen. Irgendwann machen wir mal was Cooles und dann steht ihr da. Ne? Ja. Dann nehmen wir euch nicht mit zum Duell um die Welt. Ich sag das weiter. Ich sag das tatsächlich, echt, wenn man wer mit Joko, wenn wer Joko verarscht, der kriegt doch mit mir Ärger. Ne? Wir haben Joko. So, aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt tatsächlich mal zurück zu den anderen. Ihr habt ja auch so Leute wie Veronika Ferris und noch so ein paar andere Leute, die mitgespielt haben. Andreas Burani sieht man morgen. Arne Friedrich. Wayne Carpendale, muss man der Vorstellung alle sagen. Wayne Carpendale ist alle. Das kann auch alle sagen, ne? Ja. Wayne Carpendale auch mit. Und wie habt ihr die überzeugt? Blümchen ist auch dabei. Ja, ne, wirklich? Ja, wirklich. Ja. Aber wie habt ihr die überzeugt davon? War das schwierig? Es gab wirklich nach der ersten Staffel Jerks ganz viele, die mitspielen wollten. Ähnlich wie Joko. Ja. Also Joko war am dreistesten. Also von dem kam wirklich ununterbrochen, die mitspielen hatte nicht. Das wirklich ein bisschen, haben wir uns auch ein bisschen geschämt für ihn. Ja. Weil er kam eigentlich ohne jegliche Würde ans Lass das bitte jetzt.
Ach nee, genau. Nee, Joko hat das super. Wir waren froh, dass Joko dabei war. Wir haben lange, lange angeklopft. Der hat ja sehr viele Termine auch. Ja. Und nee, viele hatten Lust nach der ersten Staffel. Okay, also war es gar nicht so wahnsinnig schwierig. Ich freue mich sehr, dass das morgen kommt. Es ist schön bei ProSieben das zu sehen, tatsächlich, weil es ist dann so eine untypische Serie, das war eigentlich auch kein anderer Sender. Also beim ZDF wird es ein bisschen aus der Rolle fallen, sage ich mal. Ja? So im Vorabendprogramm wäre es vielleicht nicht das Richtige. Also deswegen freue ich mich sehr, dass das ab morgen kommt. Guckt euch das bitte alle an. Wenn ihr es schon gesehen habt bei Maxdome, da gibt es das ja, dann ist egal. Guckt euch das im Fernsehen an. Es ist wirklich mit diesen Unterbrechungen, die ProSieben da immer einbaut, bekommt das nochmal eine ganz andere Dynamik. Schaut euch das an.